Für den wundervoll saftigen Crème Brûlée Kuchen brauchst du 250 Gramm Weizenmehl und 125 Gramm Puderzucker. Diesen siebst du fein. Ein Päckchen Vanillezucker und natürlich eine Prise Salz, denn alles Süße braucht etwas Herbes. 150 Gramm Butter und noch ein Ei. Die Zutaten verknetest du zu einem glatten Teig. Die Backform kleidest du mit dem Teig natürlich aus und machst einen 3 bis 5 cm hohen Rand. Und bis zur weiteren Verarbeitung kannst du die Backform samt Teig in den Kühlschrank stellen. Für die Cremefüllung brauchst du 4 Eier, 120 Gramm Zucker, und 2 Päckchen Vanillezucker. Eier und Zucker schlägst du cremig miteinander auf. Sobald die Masse steif ist, gibst du 700 Milliliter süße Sahne langsam hinein. Und 750 Gramm Schmand und gibst diesen genauso langsam in die Masse hinein. Dass die Cremefüllung jetzt etwas mehr Standhaftigkeit bekommt, gibt es 90 Gramm Speisestärke. Diese gibst du langsam hinein und hebst sie ordentlich unter. Nun gibt es natürlich die Vereinigung, nämlich die Creme kommt auf den kalten Kuchenboden. Und dann kann der Kuchen auch bereits in den vorgeheizten Backofen bei 160 Grad für etwa eine Stunde goldbraun ausgebacken werden. Schaut euch mal an, wie toll der Kuchen aufgegangen ist. Genauso kommt er aus dem Backofen. Lass ihn jetzt vollständig abkühlen, bevor wir ihn weiter verarbeiten können. Ich habe meinen die Nacht über im Kühlschrank gehabt. Und jetzt ist er auch soweit mit Puderzucker und Zimt und Zucker bestreut werden und dann flambieren wir das Ganze. Und jetzt wirst du es dir schon denken können, flambieren wir das natürlich. Vorsicht mit dem Bunsenbrenner, das kann ganz übelste Verbrennungen geben. Und dann immer kräftig drüber damit. Und das Beste am Kuchenbacken ist ja immer das Anschneiden, finde ich zumindest. Und dann schaut euch mal an, wie ungemein cremig der geworden ist. Herrlich. Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Appetit, lasst ihn euch schmecken und bis demnächst. Viert's euch!